Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Folge Retropanner quält sich und diesmal ist mal wieder das Super Nintendo dran. Und zwar habe ich mir mal auch hier das schlechteste Spiel für das System rausgesucht, wie letztens für den Game Boy. Ja, und zwar habe ich mal wieder natürlich die Game FAQ-Liste genommen, gefiltert, was ist das schlechteste Spiel und herauskam Bibi's Kids. Ich glaube, das ist bei uns in Europa gar nicht erschienen und das basiert auf jeden Fall auf einer Kindercomic oder ja, Kinderserie, Zeichentrickserie. Also schauen wir mal einfach mal rein, würde ich sagen. Es soll auf jeden Fall sehr, sehr schwer sein. Aber eigentlich jetzt so für den Einstieg, wenn man das so hört, die Musik haben sie eigentlich ganz gut gesampelt. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie die Musik der Vorlage ist oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung, aber wir müssen mal natürlich gerne mal reinschauen. Beziehungsweise ja müssen. Wenn das so schlecht sein soll, es soll auf jeden Fall so schwer sein. Also so schlimm sein, weil es so schwer ist. So rum. Gott, Junge. Ich hab's heute nicht so drauf. Also, wir können aus zwei Charakteren auswählen. Aus Lee Sean und Kellil. Ja, keine Ahnung. Sagt mir beides nichts, ehrlich gesagt. So, mal gucken. Er lädt etwas. Oh, wir haben eine Story. Please observe the rule of in Fun World. Okay, wir sollen in Fun World die Regeln beachten. Jo. Enjoy your stay. Ja, machen wir doch. Was soll daran jetzt so schlimm sein? Okay. Ich kann springen, ich kann hauen, ich kann treten. Okay. Und alles, anscheinend sind die böse. Warum auch immer. Sind halt Mäuse, ne? Also, was man nicht so sieht, die Steuerung ist so leicht verzögert. Wieso kann ich mich denn auf Tastendruck ducken? Ja, zack. Sind die jetzt böse oder nicht? Sind das jetzt Gegner? Oh, ja, okay. Die hauen mich. Okay, also es sind auf jeden Fall Gegner. Ich dachte schon, weil die so gar nichts gemacht haben, ne? Okay. Mal gucken, ob es hier die L- und R-Taste... Nee. Also ich kann hauen und treten. Boah, Mensch, ist das spannend, das Kampfsystem. Alter, wie stecken die denn ein? Und auch dieses Gehen, ne? Die haben die Animation irgendwie so als Möchtegern cool gemacht. Aber das hat so ein ganz komisches Spielgefühl, als ob man so... Ja, alles ist halt so leicht verzögert, so ein bisschen, als ob man unter Wasser spielen würde. Also, ihr kennt das Spielgefühl. Okay, jetzt kommt hier noch einer. Boah, ist das spannend. Das ist bestimmt auch ein fies Ding, oder? Alter, wie viel stecken denn die scheiß Gegner ein? Ey, das ist so lächerlich. Also, ist das nicht knackig? Also, das ist natürlich ein Brawler anscheinend, ne? Okay, gut. Ich kenn die Vorlage nicht, ich habe keine Ahnung. Was macht er jetzt da? Ich schätze mal, das oben links wird ja meine Lebensenergie sein. Ja. Toll. Warum halten denn die Gegner so viel aus? Ey, das macht keinen Spaß. Vor allem steht einfach hier, spamme den Trittknopf. Herrlich, toll. Voll unterhaltsam. Ey, das... Was soll denn das? Vor allem ist das Kampfsystem, soweit ich das jetzt beurteilen kann, auch nicht sonderlich komplex. Ihr könnt halt schlagen, ihr könnt treten, ihr könnt springen und euch ducken. Warum auch immer. Und er schnappt ihr euch einfach und man kann nichts dagegen tun. Warum? Vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, das wurde für Kinder gemacht. Das ist eine Kinderzeichentrickserie. Warum? Das glaubt zu viel Geld in das Sounddesign geraten. Also die Gegner halten viel zu viel aus. Das Kampfsystem ist viel zu langweilig.
das ist überhaupt keine Vielfalt drin. Ihr hämmert auf den Trittknopf und hofft, dass einigermaßen das passt. Ey, das macht... Stellt dir mal vor, ihr seid in Amerika, ihr seid ein Kind. Ihr habt die Serie gemocht. Oder ihr mögt die Serie. Ne? Wie mit Simpsons-Spielen, man erfährt, dass es da ein Spiel zu gibt. Man will es natürlich immer haben, unbedingt haben. Man nervt seine Eltern. Und dann seid ihr ganz aufgeregt, fahrt nach Hause, packt's aus. Und dann ist das. Also von der guten Musik ist leider auch nichts geblieben. Wie man hört. Das ist einfach ein, glaube ich, 2-Sekunden-Loop oder sowas, das sich jetzt mal wiederholt. Die Gegner agieren ja noch nicht mal irgendwie clever oder irgendwie sowas in der Art. Ist das langweilig. Es ist nicht nur schlecht und schwer, ne? Also wie hier der Angriff. Man kann es ja auch nicht blocken. Ne? Und was diese Duck-Taste sein soll, verstehe ich immer noch nicht. Hey, das ist so eintönig. Es macht so gar keinen Spaß. Also ich weiß nicht. Also da hat die Liste auf jeden Fall nicht Unrecht gehabt. Es macht einfach keinen Spaß. Und ich glaube, wenn man es wirklich ernsthaft durchspielen will, ist es auch wirklich zu schwer. Man sieht das schon, weil die Gegner halt so viel aushalten und man einfach Sachen ja nicht blocken kann oder ähnliches. Ich stelle mich jetzt einfach hin und trete. Ja, ich trete jetzt einfach. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Oh, da schafft es wer hinter mich zu geraten, drehe ich mich einfach mal um und trete. Ja, Spaß. Spaß pur. Okay, der ist tot. Ja, hier. Guck du mal, und schon wieder tot. Bah. Hat das irgendwer im Vorfeld mal getestet? Irgendwer auch nur mal ansatzweise? Ich werde echt böse. Welcher Programmierer hat sich da hingesetzt und sagt, ja, das macht Kindern Spaß, das ist super. Das ist super. Nein, ist es nicht. Man kommt ja nicht über den dritten Gegner weg, ey. Also was ich gelernt habe, dieser Agent, der taucht hier auf, wenn hier einer von denen K.O. geschlagen ist. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich beide erstmal so halb verletzt hauen, damit ich denn nicht zwei mit voller Stärke quasi bekämpfen muss, während der Agent da ist, der mich ja einfach nehmen kann und mir die Energie absaugen kann, ne? Also, boah, es ist so langweilig. Ich habe noch nie so einen langweiligen Brawler gespielt. Okay, Double Dragon 3 für den Gameboy. Der wäre vielleicht noch ein Kandidat. Da spielt es nämlich eh nicht beschissen. Obwohl, da hat wenigstens die Gegner wenig aus. Da ist einfach nur die Clock-Mechanik irgendwie durch. Aber dieselben Probleme hat das hier auch. Normalerweise in einem guten Brawler, wenn die Leute getroffen sind, dann blinken die kurz. Oder zumindest als Spielercharakter, dass man in kurzer Zeit unverwundbar ist. Dass man dann quasi nicht in so eine Art Stunlock irgendwie geraten kann. Ich guck euch das mal an, ey. Sieht das nach Spaß aus? Wollt ihr eure kostbare Spielzeit mit sowas ja verschwenden? Ich meine, damals hat man natürlich noch mehr Zeit gehabt, ne? Aber wo ist denn der Agent? Aber heute noch, wo man ja eher weniger Zeit hat zum Spielen. Boah. Nee. Wie langweilig. Wie absolut langweilig. Jetzt habe ich in eine Ecke gedrängt.
hämmer jetzt auf den Trittknopf, bis er umfällt. Ja. Ich weiß nicht. Ja, Mr. FBI-Man nenne ich ihn mal. Ja, Hund und Maus. Also nicht was Variation in den Gegnern. Ja, komm. Es macht einfach keinen Spaß. Ja, gut. Ganz ehrlich, das soll es aber auch für dieses Mal gewesen sein. Dieses Spiel wird seinen schlechten Ruf echt zu Recht recht Dingsbums. Auf jeden Fall, boah. Das Spiel ist so schlecht, ich kann schon nicht mehr vernünftige Sätze formulieren, sage ich euch. Finger weg von diesem Spiel. Zum Glück ist es, glaube ich, nicht in Europa erschienen. Danke, dass ihr diesmal reingeschaltet habt. Macht's gut. Oh Mann, ey.